Geschwindigkeitsverstoß mit einem Elektrofahrzeug. Elektrofahrzeuge werden immer beliebter. Das heißt, eigentlich war es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch in die deutschen Gerichtssäle das Thema Einzug hält, und zwar auch im Hinblick auf Ordnungswidrigkeiten und Geschwindigkeitsverstöße. Folgendes war passiert: Ein Betroffener hatte statt 100 km/h stolze 174 km/h auf dem Tacho, als er geblitzt wurde mit seinem Elektrofahrzeug. Der Verteidiger hat geltend gemacht, und jetzt kommt's, dass aufgrund fehlender Motorgeräusche, also des leisen Betriebs dieses Fahrzeuges, der Mandant nicht habe vorsätzlich handeln können. Dem hat das Gericht eine Absage erteilt und auf Vorsatz erkannt, mit der Argumentation, dass Art und Umfang der Fahraußengeräusche sowie durch das Abrollen der Räder und die hierdurch entstehenden Fahrzeugvibrationen sei Anlass genug, auf die gefahrene Geschwindigkeit zu schließen. Auch anhand der schneller vorbeiziehenden Umgebung sei einem durchaus zuzumuten, dass man die gefahrene Geschwindigkeit zumindest grob einschätzen kann. Irgendwie nachvollziehbar, meinen Sie nicht? Schreiben Sie mir gerne, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben. Sie können auch gerne meinen Kanal abonnieren.